Guten Tag. Wir drei, Sabrina Kollmorgen, Elfriede Krutsch und Rüdiger Bormann, sind angeklagt. In Kürze finden unsere Gerichtsprozesse statt. Und wir wollen darüber heute einfach mal reden, damit mögliche Interessenten vorbeischauen können, um sich das Spektakel anzusehen, wie es denn ausgeht. Und und einfach mal, um den Zustand des deutschen Justizsystems auch so ein bisschen zu beleuchten, in dem wir uns gerade befinden. Ja. Wir fangen mal an mit Elfriede. Was liegt bei dir an? Erzähl mal. Ja, vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu meiner Person. Elfriede Krutsch, ich bin Fachärztin im zweiten Beruf. Und für mich sind Menschenrechte seit meiner Jugend ein ganz wichtiger Aspekt meines Lebens und gewaltfreier Widerstand. Also gewaltfrei, ich habe mich sehr mit Gandhi beschäftigt und Martin Luther King. Und Gewaltfreiheit ist für mich auch im zwischenstaatlichen Bereich da besonders, aber auch im persönlichen Miteinander, dass wir gewaltfrei Dinge regeln. Und das muss möglich sein. Und so habe ich mich auch in der Corona-Phase verhalten, in der sogenannten. Ich werde angeklagt, weil ich am 18. April 2020 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz war. Es war eine angemeldete Versammlung. Ich hatte in der linken Hand eine Rose und in der rechten Hand das Grundgesetz. Bin alleine auf dem Platz umhergegangen und wenn Menschengruppen in meiner Nähe waren, habe ich sie angesprochen, habe gesagt, unser Grundgesetz, das gilt es zu verteidigen. Es ist, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben was sehr Wichtiges aufgeschrieben und das ist heute noch gültig und das gilt es zu verteidigen. Wir müssen aufpassen, dass das so bleibt und wir müssen für das Grundgesetz eintreten, aber gewaltfrei. Kommt nächsten Samstag wieder, die Veranstaltung hier, die Versammlung ist angemeldet, kommt wieder mit Freunden und Verwandten und verteidigt unser Grundgesetz, aber gewaltfrei. Dann bin ich auf dem Platz umhergegangen, manche Polizisten, da kam ein ganz großer Polizist, obwohl ich da alleine war, sagte, gehen Sie hier weg, sag ich, entschuldigen Sie bitte, laufen Sie mal schneller, ja, sagte ich ihm noch, entschuldigen Sie bitte. So, wie ich laufe, das bestimme ich. Und warum soll ich hier weggehen? Ja. Aber also es war einfach zum Teil absurd. Aber dann kam so ein Pulk Polizisten, der die Leute zusammengetrieben hat, um in einer Seitenstraße den Rosa-Luxemburg-Platz zu verlassen. Da wurde ich dann auch dazu gedrängt. Und ich war ziemlich in der letzten Reihe. Und die Polizei drängte von hinten richtig gewalttätig. Die hatten zum Teil den Helm über den Arm und ich hatte den ständig im Rücken. Laufen Sie schneller, sage ich, Herr Polizist, Sie sehen doch, wir können nicht schneller laufen. Es sind schließlich Menschen vor mir. Ja, und dann kamen wir fast unten an der Straße an. Wir konnten weder links noch rechts ausweichen. Wir mussten diese Straße zu Ende gehen. Und dann werde ich plötzlich von hinten gepackt, ohne Ansprache. Ich werde einfach am Hals und der Schulter gepackt. Ganz massiv. Und da war links von mir ein Straßenschild, da habe ich mich einfach festgehalten, denn ich war so entsetzt, dass man mich packt, ganz brutal, obwohl ich nichts gemacht habe. Und ich wusste auch nicht, wer das macht. Und dann zeigt sich, dass das Polizisten sind, die ohne mich anzusprechen, mich einfach packten. Und dann haben sie, ich bin nicht auf das Verkehrsschild hochgestiegen, sondern ich war unten an der Straße und hielt mich an dem Schild fest. Und die haben mich in einer halben Sekunde da abgemacht, ja, rechts die Hand, links die Hand. Und haben mich dann abgeschleppt, ohne zu sagen, warum, weswegen. Sie packten mich einfach, schleppten mich dann durch die Menge. Es gab da gleich einen Tumult. Die Leute sagten, Schande, was passiert hier? Was eine Schande! Die Polizei geht ja nicht den Schritt, den ich gewohnt bin, sondern die geht ihren eigenen Schritt. Und da musste ich doch ziemlich flott gehen und bin auf halbem Wege dann mit dem rechten Knie, mit dem rechten Bein etwas gestolpert,
Dabei ging mein Fuß etwas hoch und mein Knie. Und nichts passiert. Wir sind dann weitergelaufen. Aber dieses Stolpern hat die Polizei dann später vor Gericht zum Anlass genommen, zu sagen, ich hätte einen Polizisten, nämlich der rechts von mir ging und mich fest an der Hand hielt, ich hätte dreimal mit meinem Knie in seine Richtung getreten, um ihn im Genitale schwer zu verletzen. Dreimal. Der linke Polizist hat vor Gericht gesagt, nee, das hätte er nicht gesehen, aber er hätte in einem Video hätte er was gesehen. Ich wurde dann zu einem Polizeiauto geführt und von dort aus zu einem Polizeiplatz geführt, wo die Polizei einfach Leute wie mich hingekarrt hat auf der Straße, an der Kalibnichtstraße. Da hatten sie so eine Stelle eingerichtet, wo Personalien festgenommen werden, wo man auch fotografiert wird, Fingerabdrücke genommen wird, also wie auf einer Polizeiwache, wenn man ein schwereres Verbrechen begangen hat. Ja, und das war es eigentlich. Und das wird jetzt thematisiert vor Gericht? Ja, das war schon, schon im Amtsgericht. Da wurde ich für dieses Vergehen... angebliche Vergehen. Für dieses Vergehen in Gänsefüßchen wurde ich zu 90 Tagessätzen a 50 Euro verurteilt. Also die versuchen dich damit zum Straftäter sozusagen zu machen? Man muss wissen, die Polizei muss, wenn keine Gefahr im Verzuge war, also wenn ich da jetzt nicht eine Pistole in der Hand habe und umschieße, dann müssen sie mich, es war keine Gefahr im Verzuge, ich war friedlich, dann müssen sie mich ansprechen und mir erklären, was sie mit mir vorhaben. Und das tun sie nicht, das ist also schon ein Verschulden der Polizei. Und wenn ich angepackt werde, habe ich das Recht, mich zu verteidigen. Was wurde denn überhaupt dort vollstreckt, wenn man mal so fragt? Ja, weil sollen ja angeblich Vollstreckungsbeamte da vor Ort gewesen sein. Vor Gericht erfuhr ich dann, als die Polizei Zeugen waren im Amtsgericht hier in der Kehstraße, dass sie von einem Polizisten in Zivil, der fotografiert hat und auf dem Platz rumlief, der sagt, die Frau muss festgenommen werden. Ich hatte einen roten Anorak an und eine weiße Hose. Ich war immer gut zu erkennen. Und die muss festgenommen werden, denn die hat Leute zu Straftaten aufgerufen. Das steht jetzt aber gar nicht zur Debatte, oder? Das steht ja in keiner Anklage. Nee, aber das muss man sich mal vorstellen. Als die Polizei mich dann davon zu dieser Erfassungsstelle gefahren hat, habe ich gedacht, was werfen Sie mir denn vor? Da wollten sie mir Volksverhetzung? Nein, nicht Volksverhetzung, sondern wenn man den Staat total in Frage stellt, Landfriedensbruch. Aha. Da hatten sie mir Landfriedensbruch, sagte der Polizist. Sag ich, entschuldigen Sie bitte, Herr Polizist, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Was beinhaltet Landfriedensbruch? Sagt er, nee, das muss ich Ihnen nicht erklären, das können Sie nachlesen. Sag ich, nein, wenn Sie mich dessen beschuldigen, müssen Sie auch in der Lage sein, mir das zu erklären. Und deshalb wurde der Landfriedensbruch, der Polizist konnte es mir nicht erklären, dann abgemildert. Und zum Schluss blieb eben Verletzung, versuchte Verletzung des Polizisten. Das heißt, es ist einfach so ein Versuch einer Rechtfertigung dieses polizeilichen Übergriffs gewesen, dir sowas anzuhängen. Und wie sind denn die Aussichten jetzt in der Berufung, dass das jetzt mal richtig dargestellt wird? Also ich wurde dann mal 2 Wochen später in der S-Bahn angesprochen von einem Mann, der sagt, du, ich habe damals ein Video gemacht, soll ich dir das zuschicken von deiner Festnahme an diesem Straßenverkehrsschild? Nein! Lassen Sie mich! Sag ich, ja, schick mir das doch zu. Und das ist jetzt eigentlich als Beweis da, denn in der Akteneinsicht hatte die Polizei, stand in, als sie meine Akte eingesehen haben,
Da stand da nur, Gewalttätigkeit ist nicht erkennbar von der Angeklagten. Ich glaube, der Gewalt geht von der Angeklagten nicht aus. Und dieses Video, da ist lediglich dieses Umknicken mit meinem rechten Bein, ja, mit dem Stolpern. Wurde dieses Video schon mal vor Gericht gezeigt? Nein, oder nur auf einem kleinen Bildschirm. Also es wurde nicht groß gezeigt, das konnte man gar nicht gut erkennen. Und es wäre jetzt ganz wichtig, dass im Landgericht gibt es einen großen Saal mit einem großen Bildschirm, dass das dort gezeigt wird. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass das eine gute Projektion hat und dann auch im Zeitlupentempo vielleicht gezeigt wird, damit man einfach sieht, da ist von Frau Krutsch geht keine Gewalt aus. Ja. Also gut, dazu kann ich jetzt noch ergänzend sagen, ich habe dieses Video in einer Zeitlupe bearbeitet. Also das ist jetzt existent, dieses Zeitlupenvideo. Es steht auf dem Kanal von Elfriede. Die hat einen YouTube-Kanal, der heißt @ElfriedeKrutsch. Und den blende ich jetzt hier mal kurz ein. Auf diesem YouTube-Kanal ist dieses Video zu sehen. Ja, für Interessierte, dass sie sich selbst ein Bild davon machen können. Tja. Also ich bin selber, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ich bin seit 26 Jahren Chefin an den Berliner Gerichten und kenne die Justiz von innen auch ein bisschen. Und mein erster Prozess, an dem ich teilnahm als Chefin, da ging es so um einen jungen Mann, der Steine und Flaschen auf Passanten geworfen haben soll. Und die Zeugen, also ich muss noch sagen, Schöffen haben das Recht, genauso zu fragen, Zeugen zu befragen und auch den Angeklagten zu befragen. Das machen leider viel zu wenige, aber das Recht haben sie. Und das ist auch sinnvoll, weil Schöffen ganz anders fragen als ein Richter. Wir nutzen unseren gesunden Menschenverstand, das ist ja auch gewollt in dem Schöffenamt. Und da haben wir uns dann mit dem Richter bei diesem Flaschenwerfer zur Beratung zurückgezogen. Und ich sagte, ja, das ist doch ganz klar, dass der Angeklagte das war. Da sagte mir der Richter, das war mein erster Schöffentermin und das hat sich bei mir wirklich 26 Jahre durchgezogen. Frau Schöffin, wir haben keine Beweise, wir haben nur, wie heißt das, Indizien? Mhm. Wir haben keine Beweise, sondern nur Indizien und das, darauf können wir kein verurteilen. Wir lassen lieber einen Täter draußen rumlaufen, wie ein Unschuldigen ins Gefängnis zu stecken. Und das hat sich in meiner ganzen Schöffenarbeit, das hatte ich immer im Hinterkopf. Und deshalb bin ich so entsetzt, dass mir hier, was mir jetzt angehängt wird, das ist einfach unfassbar. Ja. Also nach allem, was ich jetzt weiß, spreche ich dich schon mal frei, Elfriede. Ich hoffe, die Richter schließen sich meiner wohlmeinenden Meinung an. Sag noch mal den Termin, wann das stattfindet. Der Termin findet am Landgericht Moabit statt. Das ist in der Turmstraße 91. Das ist dieses wunderschöne Gericht von der Architektur her. Der Saal steht noch nicht ganz fest, weil sie hatten mir bisher einen Saal zugeordnet, der viel zu klein war, wo nur 20 Leute reingehen. Aber das letzte Mal waren schon ganz viele Menschen da und die Öffentlichkeit muss ja zugelassen werden. Ja, von daher ist der Saal noch nicht bekannt, aber es sind immer unten im Eingang sind die Termine ausgehängt, passend zu dem Menschen, der angeklagt ist. Ich möchte euch bitten, keine Glasflaschen mitzubringen, keine Metallsachen, keine Luftpumpe, das müsst ihr alles unten abgeben und es dauert dann einfach immer zu lange, der Eingang. Also auch keine Metallflasche, sondern eine Plastikflasche mit Wasser wird gerade genehmigt, ja. Aber nicht überhaupt, ne? Ja. Nun gut, also ich freue mich sehr, wenn ihr kommt, denn es muss auch das Geschehen der Justiz, über die ich wirklich seit 3 Jahren sehr entsetzt bin, aufgrund meiner Schöffenerfahrung, was wir müssen wissen, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden, wenn irgendjemand sagt, die muss auf alle Fälle verurteilt werden, denn die hat in den früheren Prozessen Polizisten angezeigt und die darf nicht durchkommen.
Und dann ist die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden und hält sich daran. Und das ist, hätte ich nie gedacht. Das ist aber die Staatsanwaltschaft, mehr. Das sind nicht die Richter. Das heißt, die Richter aber sind nach wie vor frei. Die sind eigentlich frei, aber sie richten sich zum großen Teil auch nach den staatsanwaltschaftlichen Anklagen. Du meinst, das ist jetzt für die Karriere schädlich, wenn sie nicht machen, was der Staatsanwalt will? Ja. Aber das würde ja tatsächlich dafür sprechen, dass unsere sogenannte Gewaltenteilung schwerstens beschädigt ist und schnellstens wiederhergestellt werden muss. Ja, das ist, also für mich, die so viel Erfahrung in den Schöffenämtern hat, ich hätte nie gedacht, dass unsere Justiz so weit Richtung diktatorischem Staat zurückgeht. Das ist keine freie Justiz mehr. So ein Willkürstaat, mehr oder weniger. Ja, sehr willkürlich. Ja. Nun gut, also das ist jetzt nur eine Annahme, ne? Natürlich. Nachher ist das schon wieder Volksverhetzung, wenn ich sage Willkürstaat. Ne? Also da wollen wir nicht hin, davor warnen wir. Und so sind auch unsere Aussagen zu interpretieren, wenn wir so etwas sagen. Ne? Kommen wir später noch zu, in meinem Fall. Haben wir jetzt alles gesagt zu deinem Fall, Elfriede? Ich denke, ich habe alles gesagt. Und wenn ich da verurteilt werde, wo die Polizei eigentlich verurteilt werden müsste, weil sie mich nicht angesprochen hat. Ja. Jeder hat das Recht, von der Polizei angesprochen zu werden und erklärt zu bekommen, was ist los. Dann tausch doch mal bitte den Platz mit Sabrina, damit wir mit ihrem Fall weitermachen können. Gerne. Ich glaube, die braucht dieses Kissen. Oder? Hallo Sabrina, dir geht das sehr nahe, dass du jetzt vor Gericht stehst und deswegen wollen wir das jetzt auch mal ein bisschen kürzer fassen als jetzt bei Elfriede, weil die hat jetzt schon Routine mit verschiedenen Terminen. Bei Sabrina ist das jetzt eine aufregende Situation, weil das Misstrauen der deutschen Justiz gegenüber ist groß, wie es Elfriede auch schon zum Ausdruck gebracht hat. Richter sind aber nach wie vor unabhängig. Das heißt, die können sich deine Fälle so ansehen, wie das sich gehört, und die können auch ein Urteil in deinem Sinne fällen. Deswegen möchte ich jetzt nicht die Richter vorverurteilen dafür, was sie noch gar nicht getan haben. Ich möchte jetzt einfach nur mal von dir hören, worum geht's, an welchem Termin findet es statt und was erwartest du von deinen Besuchern? Also mein Termin findet am 11. September statt, hier in Berlin. Du blendest es wahrscheinlich gleich noch unten mit ein. Mhm. Und es geht darum, es sind drei verschiedene Tage, drei verschiedene Anklagepunkte zusammengefasst in eine Verhandlung. Und am 11. September ist Prozesseröffnung, das heißt, die Hauptverhandlung wird eröffnet. Inhaltlich, ich hoffe, ihr seht es mir nach, kann ich nichts erzählen. Einfach zum Selbstschutz, dass mir nicht im Rahmen des Verfahrens dann Dinge, die ich hier sage, gegen mich verwendet werden können. Und ich habe das jetzt hier auch nicht mit meinen Rechtsanwälten abgesprochen. Von daher würde ich mich da eher zurückhalten und hoffe auf euer Verständnis. Ja, also ich habe das ja immer recht lax gehandhabt und viele Dinge aus meiner Sicht erzählt, aber das ist gut nachvollziehbar. Das ist die gängige Weise, wie Sabrina das jetzt schildert, dass man eben bei Dingen, wo man sich unsicher ist, dann einfach mal die Klappe hält. Und das kann ich also gut verstehen, dass du das dann an dieser Stelle machen möchtest, vor allen Dingen zu dieser Premiere vor Gericht. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Mainstream-Presse schon freut, deine Verurteilung zu verkünden. Aber den Gefallen sollten wir nicht tun. Darf ich einladen, Leuchtturm ARD, dass die Presse mit dabei ist und das dann vor Ort miterleben darf, wie du freigesprochen wirst? Ja, sehr gern. Und das ist natürlich auch in meinem Interesse, dass der Justiz hier auf die Finger geschaut wird. Das begrüße ich sehr. Was erwartest du von deinen Besuchern? Das könntest du vielleicht nochmal sagen. Ja, auf jeden Fall. Natürlich hoffe und wünsche ich mir Unterstützung, dass alles ganz friedlich und in Besonnenheit und in Ruhe abläuft. Denn jede Aufregung also ist nicht in meinem Sinne. Und ich freue mich tatsächlich, wenn Leute kommen, die mich unterstützen möchten. Und das dann eben auch wirklich nach außen tragen, um der Gegenseite zu zeigen, wir sind friedlich und wir sind besonnen und wir sind natürlich gewaltfrei, das ist ganz klar. Was ich noch ergänzen könnte, ist, wenn jetzt tatsächlich mehr Leute kommen, als in den Verhandlungssaal hineinpassen,
dann kann ich sagen, aus meiner bisherigen Erfahrung, auf den Fluren gibt es auch immer gute Gespräche unter den Besuchern, sodass es auf keinen Fall langweilig wird und dass das auf keinen Fall ein Grund sein sollte, dort nicht hinzukommen. Also die Erwartung, da drin keinen Platz mehr zu kriegen. Ich fand es immer sehr schön. Und nach den Verhandlungen ist gegenüber auch noch ein Café, wo sich dann häufig die Leute nochmal treffen, um nochmal zu besprechen, was war denn jetzt eigentlich los. Das ist dann zum Beispiel auch eine gute Gelegenheit für die Presse, auch nochmal mit dir zu sprechen, ja? Ja. Sabrina, haben wir noch was vergessen, den Leuten mitzuteilen? Ja, was mir natürlich ganz wichtig ist, die Anklagepunkte, um die es hier geht, und zwar jeder Einzelne ist natürlich völlig absurd, basiert auf Lügen und ist völlig aus der Luft gegriffen. Also wie gegen uns hier vorgegangen wird, das ist wirklich, also da stellen sich die Haare zu Berge, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, das sieht jetzt jeder auch im Bild, wie du das sagst. Also ich kann es gut nachvollziehen, ging mir genauso. Wir haben drei wirklich ehrenwerte und unverzichtbare Berufe. Du als Lehrer, du als Ärztin, ich als Intensivkrankenschwester. Und allein unsere Berufswahl, unsere Berufsordnung steht überhaupt nicht für Gewalt, für Angriff, für Feindseligkeiten. Also wir sind für die Menschen da, du für deine Schüler, du für deine Patienten und ich ebenso. Wir sind da, um zu helfen, um zu vermitteln. Und das alles natürlich gewaltfrei, das ist ganz klar. Und was uns natürlich auch sehr am Herzen liegt, ist ein funktionierender Rechtsstaat. Weil ohne einen Rechtsstaat kommen wir nicht weiter hier. Kommen wir nicht weiter. Nee. Das ist eine Diktatur. Ja, also das ein entgleitender Rechtsstaat, ich sag's mal so vorsichtig, ist quasi eine gute Vorlage für einen beginnenden neuen Totalitarismus. Ne? Und den wollen wir nicht, ganz klar. Absolute Absage an irgendwelche totalitären Systeme und eine ganz klare Warnung an alle, die in diese Richtung gehen. Schaut genau hin, was ihr da tut. Wollt ihr das? Wenn nicht, dann seid zum Beispiel zum Termin von Elfriede oder Sabrina dabei oder zu meinem und dann unterhalten wir uns weiter, wie es weitergeht. Und jetzt tausche ich mal den Platz mit dir, Sabrina, und dann geht es um meinen Fall. Tja, mein Name ist Rüdiger Bormann. Ich bin bis August 21 als Lehrer beschäftigt gewesen hier im Land Berlin und wurde dann mit Vorwürfen, die der RBB im Fernsehen gebracht hat, die an den Haaren herbeigezogen waren, von der Schulverwaltung aus dem Job befördert. Inzwischen war meine Kündigungsschutzklage erfolgreich. Aber es passierte noch etwas in diesem Zusammenhang, nämlich die Schulaufsicht schaltete einige Monate nach der Kündigung eine Anzeige, ja, dass ich also Videos veröffentlicht hätte, die angeblich volksverhetzend seien. Dessen bin ich mir nicht bewusst und auch mein Anwalt meinte, das wäre ein ziemlicher Unsinn. Da bräuchte ich gar nicht erst zur Anhörung aufs Polizeiamt da zu gehen und dazu auch keine Stellung zu beziehen. Das würde sofort eingestellt werden. Es kam nicht so. Mir wurde kurz darauf ein Strafbefehl zugestellt. Ich sollte also dann auch so 90 Tagessätze zahlen, 8.100 Euro. Für diese beiden Videos. Das erste Video wurde schon thematisiert in meiner Kündigungsschutzklage. Da ging es darum, dass Herr Söder ja diesen unsäglichen Tweet rausgehauen hatte mit Impfen ist der Weg zur Freiheit. Und ich habe das in einer Videokollage thematisiert, ausschließlich aus Materialien, die damals im Web umhergingen. Und das ist natürlich nicht volksverhetzend, sondern es ist eine ganz klare Warnung vor neuen totalitären Verhältnissen und einfach auch vor dieser Sprache, die der Herr Söder da benutzt hat. Ne? Dieses Video bestand aus vier Teilen, im Wesentlichen diesem Aufmacher mit diesem scheinbaren KZ-Tor, wo dann Impfung macht frei oder sowas drauf stand.
Von mir allerdings im Video noch mit einem Fragezeichen versehen und unten mit einer URL noch drunter zu einer Aktion von Kai Stuth, wo er damals auch zum Widerstand aufrief, dadurch, dass man in die Basis eintritt und wir dann mit 1 Million Mitgliedern eben klar machen, dass das, was hier gerade passiert, nicht in unserem Interesse ist. Ja, das war das eine Video. Das zweite Video, das habe ich rausgehauen, nachdem der RBB wiederholt Beiträge über mich brachte. Also auch in 21, wo ich noch nicht gekündigt war, wo darauf hingewiesen wurde, dass ich angeblich ein Rechtsextremist sei. Sowas in der Art. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, da kann man ja in den RBB-Archiven mal nachschauen, was die da so drin haben oder einfach mal im Internet recherchieren nach Corona-Leugner Lehrer Bormann. Es ist unsäglich, was dieser Verein da rausgehauen hat. Ja? So, das ist natürlich auch alles komplett an den Haaren herbeigezogen gewesen und ich habe dann ein Video gemacht, Rechtsextremist Bormann an den Haaren herbeigezogen, alles Lüge, sowas in der Art. Und das, was mir da in diesem Video angeblich auf die Füße fallen soll, ist, dass ich diese Regierung, die das duldet, was hier gerade in dem Staat passiert, als die schlimmste aller Zeiten bezeichnet habe. Das soll wieder eine Relativierung des Nationalsozialismus sein. Ne? Also da gibt's also Leute, die stellen sich hin und vertreten einen absolutistischen Anspruch, dass sie wissen, welches das schlimmste Verbrechen aller Zeiten ist. Ne? So. Ich habe aber immer schon gesagt, wenn man der Weltbevölkerung etwas injiziert, von dem keiner weiß, was es ist, da fängt für mich das schlimmste Verbrechen der Welt an. Ne? Vor allen Dingen, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie dadurch gesundheitlichen Schaden erleiden. Und ich habe auch ganz klar die Maßnahmen angesprochen, die bereits zu Hunderten von Millionen von Toten in den Entwicklungsländern geführt haben. Durch Unterbrechung der Lieferketten. Ja, es hat die Ärmsten der Armen getroffen und wer darüber heute nicht reden will, ist mindestens ein Heuchler. Also es ist für mich nach wie vor unfassbar, dass man mit solcher Kritik hier in Deutschland nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen darf. Dass das als Volksverhetzung tatsächlich dargestellt werden soll, ist es natürlich nicht. Weil Volksverhetzung ist klar definiert im Gesetz, man kann das Gesetz lesen und man kann es natürlich auch falsch auslegen, wenn man möchte, so wie Wikipedia es zum Beispiel macht. Aber Wikipedia ist kein Nachschlagewerk für unsere Richter. Ja? So, und ich möchte den Richtern, die über mich jetzt richten sollen, auch einfach nochmal nahelegen, das nochmal Wort für Wort zu lesen, um was es denn überhaupt geht bei Volksverhetzung und sich auch nochmal mein Video anzusehen und dann genau zu sagen, was soll denn daran Volksverhetzung sein, bitteschön. Ja? Wenn Till Lindemann von Rammstein auf die Bühne geht und sagt, ich hasse Kinder, das halte ich für Volksverhetzung. Ja? Wer hat Kinder zu hassen? Kinder sind in besonderem Maße zu schützen von der deutschen Justiz. Es fängt an mit dem Satz, die Menschenwürde, ne, ist zu schützen mit aller staatlichen Gewalt, ne? Dass sie unantastbar ist, okay, was darunter zu verstehen ist, kann man lange darüber diskutieren, aber ich finde, das ist so ein Fall, wo man dann mal überlegen muss, wie fühlt man sich bei all diesen Angriffen, ne? Und wir drei werden permanent überzogen mit, ich nenne es Psychoterror, es ist auch welcher. Das mag für den einen oder anderen hart klingen, aber bei etwas drüber nachdenken, bei etwas psychologischen Kenntnissen, da wird man drauf gucken, dass dem so ist. Ja, also ich spreche jetzt schon wieder recht emotional. Ich kann noch einen drauflegen, tue ich jetzt aber nicht. Ja? Ich möchte freigesprochen werden, genauso wie Elfriede freigesprochen werden muss, genauso wie Sabrina freigesprochen werden muss. Und wir plädieren auf Freispruch, Freispruch, Freispruch und auf nichts anderes lassen wir uns ein. Und wenn das in dieser Instanz nicht klappt, dann hoffen wir, dass es noch eine weitere gibt, wo wir uns verteidigen dürfen in einem Rechtsstaat, den wir fordern, in einem demokratischen System, was angeblich Werte hat. Und ja, deswegen sitzen wir hier einfach zusammen, um das nochmal ganz deutlich zu sagen.
Mein Termin findet am 7.9. um 9 Uhr statt. Auch wieder in der Turmstraße 91. Ich blende den hier auch nochmal ein. Landgericht, ne? Nee, das Amtsgericht. Das ist die erste Runde. Und ich finde, wir sollten das gleich in der ersten Runde vom Tisch kriegen. Liebe Richter, tun Sie Ihren Job. Und wenn das eben nicht klappt, dann sehen wir uns später wieder. Ich glaube nicht, dass sich irgendein Richter einen Gefallen damit tut, einen von uns dreien zu verurteilen. Weil das wird in der Vita dieser Richter wiederzufinden sein, auf Dauer. Und es muss sauber begründet werden, was hier entschieden wird und warum es so entschieden wird. Und wir möchten keine Urteile lesen, wo auch der geringste Zweifel aufkommen könnte, dass hier Unschuldige verurteilt wurden. Für Dinge, die sie nicht getan haben, ganz offensichtlich. Aber was vielleicht gute Schlagzeilen bringt. Also ich bin ja auch ständig unterwegs mit der Aktion Leuchtturm ARD. Und ich werde alle drei Termine auch entsprechend nutzen und die Presse dazu einladen, damit sie sich vor Ort ein Bild von unserem Justizsystem machen können. Wie es denn sein kann, dass wir überhaupt angeklagt wurden. Und was im Weiteren mit uns passiert. Und ich hoffe mal, dass wir tief durchatmen können, wenn diese Tage vorbei sind im September und dann gemeinsam anstoßen können auf das Abwehren dieser unsäglichen Versuche, uns zu kriminalisieren. Was anderes ist es nicht. Es ist politische Verfolgung. Darauf würde ich gleich noch mal ganz kurz eingehen, Rüdiger. Und zwar ist es aus meiner Sicht auch ganz klar, da kann ich dich nur bestärken darin, dass diese Prozesse, die gegen Menschen wie uns geführt werden, einer beruflichen und gesellschaftlichen Hinrichtung gleichkommt. Ja. Denn natürlich hat das Konsequenzen auf unser aller Leben. Und damit wird für uns also das ganz normale Leben quasi zerstört. Ja, es soll ja auch abschreckende Wirkung haben und wir merken es ja auch in Gesprächen mit anderen, dass die dann sagen, ja, ich bin ja eigentlich eurer Meinung, ja, aber ich kann ja nichts sagen, habe noch Haus zu bezahlen, meine Kinder sind noch klein und die sind sofort quasi still, sagen nichts. Wenn einem verboten wird, Vergleiche zu ziehen, das ist hier das wahre Verbrechen, denn ohne einen Vergleich findet kein Denken statt. Ja, also wir brauchen uns auch noch nicht mal Vergleich nennen, weil in meinem Fall war es ja noch nicht mal ein Vergleich. Das ist mir ja untergeschoben worden. Ich habe gewarnt praktisch mit diesem Bild vor schlimmen Verhältnissen. Ja. Man muss warnen können vor schlimmen Verhältnissen, vor totalitären Systemen, vor dem Niedergang der Demokratie, vor allem, was wir hier sehen. Und das kann man am besten, indem man eben Symbole aus der Vergangenheit zeigt, die mit diesem totalitären System verknüpft sind. Und zwar völlig egal, ob das dann Mao, Stalin oder ein anderer von diesen ganzen Verbrechern ist, der Verbrechen begangen hat. Ja? Wir wollen nicht wieder in solche Verhältnisse. Das ist die Aussage dessen, was wir tun. Das hat nichts mit Vergleichen zu tun. Es ist eine Warnung, dass das, was hier gerade passiert, entgleitet in ein System, was wir so nicht wollen. Was wir aber sehen, also 1984 war kein Plan, ne? Es war eine Warnung. So. Und genauso Aldous Huxley, Schöne neue Welt, müsste ja eigentlich Tapfere neue Welt heißen mit der richtigen Übersetzung. Das war auch kein Plan. Ja? Das war eine Warnung. Aber so wie wir aktuell unterwegs sind, werden beide Bücher wahr. Und das ist sehr traurig. Ja? Also wir sitzen hier, um zu warnen. Nochmal. Das sollte klar und deutlich sein. Und wenn jemand dieses Video jetzt wieder nimmt, um uns irgendwas zu unterstellen, dann sollte dieses Video zusammen mit der Unterstellung all den Lesern, all den Zuschauern vorgespielt werden, damit die wissen, worüber sie urteilen und nicht nur einfach die Überschrift der Bild-Zeitung nehmen und sagen, oh, die werden schon recht haben. Also nach unserem Gefühl ist dieses System im Moment ziemlich neben der Spur und unser größter Wunsch ist einfach die Wiederherstellung eines funktionierenden Rechtssystems mit einer funktionierenden Gewaltenteilung.
Ja. Haben wir noch was vergessen? Nein, ich denke, es ist schon ziemlich umfassend. Ist jetzt noch länger geworden, als wir dachten, oder? Ja. War ich zu ernst? Nein, du hast das sehr deutlich gesagt, was passieren kann, ja, wenn wir das einfach alles so hinnehmen. Und das braucht die Betonung. Also, machen wir es kurz. Wir wollen Freispruch, Freispruch, Freispruch. Okay? Wir erwarten nicht, wir wollen, wenn ich dich kurz korrigieren darf, wir erwarten selbstverständlich, sollte dieser Rechtsstaat hier auch nur noch annähernd funktionieren, erwarten wir selbstverständlich für uns drei einen Rechtsspruch, genauso wie alle anderen, die vor Gericht stehen. Ärzte, Juristen, Aktivisten, alle, die politisch verfolgt sind, alle erwarten einen Freispruch. Schönes Schlusswort, Sabrina. Danke. Danke, Elfriede. Tschüssi.